Guten Tag, ich bin Michele Piazza, Verkaufsleiter bei Salami Spa. Ich freue mich sehr, Ihnen in diesem Video unser neues Steuerventil VDP08 vorstellen zu dürfen. Es geht hier um ein Load-Sensing-Ventil, vorkompensiert, in der Lage bis zu 95 Liter pro Minute in jedem Anschluss zu steuern. Die Bauart dieses Ventils ist als Baukastensystem entworfen, mit dem Ziel, die Zusammenstellung und Entmontage an der Maschine einfach, schnell und zuverlässig zu machen. Für unseren Distributor haben wir einen Plug-and-Play-Satz vorbereitet, zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis. Kommen Sie mit und schauen Sie, um was es geht. Die Zuverlässigkeit dieses Produktes ist von unseren technischen Spezialisten garantiert, welche über 1 Million Funktionszyklen am Prüfstand unter extrem schweren Bedingungen durchgeführt haben. Von führenden Produkttechnikern und von mehreren Feldtestern. Wir schauen jetzt, wie man einen kompletten Satz Steuerventil-Joystick-Verkabelung zusammenstellt für einen mittelgroßen Kran. Sie werden nur 30 Minuten benötigen. Nehmen wir an, die Lagerausstattung zur Verfügung zu haben, welche wir in dieser Einführungsphase empfehlen. Hier das notwendige Material, um das hydraulische System zu realisieren. Entnehmen wir jetzt aus unserem Lager 4 Stück kompensierte Sektionen mit elektroproportionaler Steuerung, ein Stück Eingangsplatte für Konstantpumpe, ein Stück Endplatte für elektrohydraulische Elemente und einen Zugankersatz. Achtung! Alle vormontierten Komponenten sind in Salami getestet worden und es ist deshalb nicht nötig, das komplette Ventil nochmal zu testen. Fangen wir mit der Endplatte an. Befestigen wir zuerst die Zuganker und legen wir dann ein Element nach dem anderen ein. Mit Aufmerksamkeit entnehmen wir nach und nach die herauskommenden Positionierungsstifte der Druckwagen. Nehmen wir jetzt die Eingangsplatte und stellen wir den Montageprozess fertig, durch erste leichte Vorspannung der Zuganker. Legen wir den fertigen Steuerblock auf eine flache Arbeitsfläche und durch leichte Schläge mit dem Gummihammer berichtigen wir mögliche Fluchtabweichungen unter den Sektionen. Beenden wir die Arbeit mit dem endgültigen Anziehen der Zuganker zu dem im Katalog angezeigten Drehmomentwert.
Es fehlen nur noch die Handhebel und das VDP-08 ist jetzt für den Einsatz auf der Maschine bereit. Das hydraulische Anschließen ist sehr einfach. Verbinden wir den P-Anschluss mit der Pumpe, den T-Anschluss mit dem Tank und die Anschlüsse A und B1, A und B2, A und B3, A und B4 mit den Schläuchen der verschiedenen Zylinder. Wir haben das hydraulische Anschließen fertiggestellt. Setzen wir jetzt mit der Joystick-Verbindung fort. Auch in diesem Fall ist der Arbeitsgang sehr einfach. Der Joystick ist voreingestellt auf die Funktion des Steuerventils. Somit ist keine weitere Programmierung nötig. Und es reicht aus, die Stecker vom Kabelsatz an dem Joystick und an den Spulen zu befestigen. Das Steuerventil VDP-08 ist dank eines Systems von unabhängigen Druckkompensatoren in jedem Element in der Lage, gleichzeitige Bewegungen von allen Zylindern wirksam und fließend zu steuern. Für komplexere Systeme oder besondere Anforderungen bieten wir eine Programmierungssoftware an, zum Installieren auf Ihrem Laptop und ein USB-Kabel dazu, zur Verbindung von Laptop und Joystick. Hat Ihnen das neue Proportionalsystem von Salami gut gefallen? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.